Vor einigen Jahren habe ich mir einen alten Server gekauft und daraus einen Storage-Server bzw. einen NAS gebaut. Was ich alles daran verändern musste, damit dieses endlich in mein Rack einziehen kann, das seht ihr gleich. Viel Spaß! Das NAS basierte bisher auf einem Server, welchen ich damals relativ preiswert auf eBay gekauft hatte. Verbaut war hier relativ alte Server-Hardware, basierend auf einem alten Pentium 4 Prozessor. Diesen habe ich durch etwas modernere Desktop-Hardware ersetzt, welche mehr als genug Leistung bietet. Das Beste an dem alten Server war allerdings das Gehäuse der Marke Shenbro, welches dreifach redundante Netzteile bietet sowie 16 Hotswap-Festplatten-Einschiebe. Als Betriebssystem nutze ich hier übrigens die NAS-Distro Open Media Vault, welche auf Debian basiert. In den letzten Jahren lief das Ganze wirklich sehr stabil und problemlos. Auch habe ich mir damals Gedanken gemacht, wie ich den Server im Netzwerk nenne. Storage oder so etwas war mir zu langweilig, also trägt er das niederländische Wort dafür als Hostname, nämlich Opslach. Bisher habe ich das NAS auf dem Dachboden betrieben, woran vor allem die unfassbar lauten Lüfter schuld waren. Das Ganze ist super für ein Rechenzentrum, aber nicht für den Heimbetrieb. Da das alte Gehäuse für mein Rack zudem zu lang ist, bekommt die Hardware also ein neues spendiert, welches kleiner und vor allem leiser ist. Also auf geht's mit dem Umbau und dem Saubermachen. Der arme Server hat wirklich viel Dreck abbekommen da oben. Neben den beiden Festplatten sowie der SSD fürs Betriebssystem übernehme ich das komplette Mainboard inklusive CPU und RAM in das neue Gehäuse. Die Hardware hat schon einige Jahre hinter sich, allerdings ist der 6-kernige AMD Phenom 2090T mehr als schnell genug für den Betrieb, weswegen ich mir vorerst die Kosten für neue Komponente gespart habe. Das Gigabyte Mainboard läuft immer noch sehr zuverlässig und auch der DDR3 RAM von Corsair ist mit 8 GB ebenfalls ausreichend bemessen. Kommen wir nun zum neuen Gehäuse, welches von Intertech stammt und 8 Festplattenschächte besitzt, welche mehr als genug sein sollten. Von vorne sieht es zudem deutlich moderner aus und ist auch um einiges kürzer als das vorherige von Shenbro. Auch ein leiser Betrieb mit ausreichend Kühlung ist kein Problem, denn durch die fehlenden 8 Bays kann die Luft deutlich besser einströmen. Vom Hersteller kommt es bereits mit 280mm Lüftern an der Rückseite. Wem dies nicht reicht, kann vorne vor dem Lüftungsgitter noch 4 weitere montieren. Auch eine Backpan ist bereits hinter den Schächten verbaut, welche die Festplatten mit Strom versorgt und die Datenverbindung zum Mainboard gewährleistet. Damit ich die normalen SATA-Anschlüsse am Mainboard nutzen konnte, musste ich noch 2 Adapterkabel für die Backpans kaufen. Diese bietet Intertech aber ebenfalls passend zum Kauf an. Was nun noch fehlte, war die Stromversorgung. Hier habe ich mich für ein hochwertiges sowie 80 plus Gold zertifiziertes Netzteil der Firma Corsair entschieden, welches ebenfalls teilmodular ist. Im Rechenzentrum würde man natürlich auf ein redundantes BSU setzen, in meinem Fall sehe ich darin allerdings keine Notwendigkeit. Der Einbau der Hardware ging gut von der Hand und es gab soweit keine Probleme. Der erste Start klappte auch problemlos, womit mein NAS wieder online war. Zumindest vorerst. Bevor das Ganze in meinem Rack einziehen konnte, wollte ich noch die beiden Lüfter wechseln, welche mir nach dem ersten Laufen etwas zu laut waren. Nach 2 Tagen kamen die beiden bestellten Be Quiet Lüfter sowie ein PWM Hub bei mir an. Der Hub ist nicht unbedingt nötig, aber auf jeden Fall praktisch. Mit den neuen hochwertigen Lüftern sind nun die Festplatten beim Anlaufen das lauteste am Server. Sehr viel leiser geht es somit also nicht mehr. Somit ist mein NAS also nun endlich ordentlich in meinem Rack untergebracht und muss nicht mehr auf dem Dachboden gegen Staub, Kälte und Hitze kämpfen. Übrigens war ich sehr erstaunt über den Stromverbrauch. Nach dem Wechsel des Gehäuses hat sich dieser nämlich in etwa halbiert.
Ich habe mir zwar schon gedacht, dass die nach Turbinen klingenden Gehäuselüfter im alten Case etwas mehr Strom verbrauchen, aber mit rund 50 Watt Unterschied hätte ich wirklich nicht gerechnet. Wenn euch interessiert, was ich noch alles im Rack installieren werde, dann abonniert mich doch kostenlos, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal!